So, heute geht's darum, wie man ein Ei am besten pelzt und am einfachsten pelzt, dass man ganz einfach die Schale abbekommt. Der erste Trick ist, wenn einem das Ei immer wegrollt, kann man das so hinstellen, dann rollt es auch nicht mehr weg. Noch ein Trick, ich markiere immer die gekochten Eier, damit ich die im Kühlschrank nicht mit den rohen Eiern verwechsle, mit dem Edding. So, und wenn ich das jetzt pellen will, dann mache ich erstmal die Schale von allen Seiten kaputt, indem ich das Ei hier auf den Tisch klopfe, von allen Seiten. Und jetzt kommt der spezielle Trick, jetzt rolle ich das Ei über den Tisch. In aller Richtung rolle ich das hier drüber. Und durch dieses Rollen löst sich die Haut vom Ei, die Haut unter der Schale. Und dadurch, dass sich diese Haut durch dieses Rollen verschiebt und löst, habe ich nachher beim Eipellen, habe ich es total einfach, weil teilweise die ganze Schale in großen Stücken abziehen kann. Mit der Haut. Die bleibt hier sozusagen an der Haut hängen und ich habe das Ei total einfach gepellt. Lecker. Wenn du weiterhin solche Tricks kennenlernen möchtest, dann abonniere am besten jetzt sofort meinen Kanal.